Ad Astra, zu den Sternen, Bürger der Sterne, seid gegrüßt. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, die 319 ist jetzt live. Und es läuft auch ganz gut. Ich habe gestern zweimal ein bisschen probiert und bin recht zufrieden. Weiterhin steht die Invictus vor der Tür. Und da gibt es erstmal wieder ein Free-Flight-Event. Da kann sich also jemand, der noch nicht im Spiel ist, Schiffe ausleihen. Der kriegt dann einen Code und kann sich da umsonst 2, 3, 4 Tage spielen. Diejenigen, die schon ein Konto haben, also schon auch einen Zugang und schon mal das Starter-Pack gekauft haben, die können dann diverse Schiffe zusätzlich ausprobieren. Also zusätzlich zu denen, die es bei der Invictus auf der Messe dann gibt. Wenn jemand Interesse daran hat, mitzuspielen und ein Starterpaket zu kaufen, es gibt jetzt schon rabattierte Starterpakete. Das ist einmal die Pistis, die kenne ich jetzt nicht, aber dieses Paket, dieses Avenger Titan Starterpack, das finde ich gut, weil erstmal gibt es 10% da drauf, dann ist da eine, zwar keine lebenslange Versicherung, aber immerhin 120 Monate, das ist schon fast lebenslang. Die jetzt aber, also mit der Versicherung, die spielt jetzt in der Alpha-Phase noch keine Rolle, weil man da die Schiffe sowieso immer wieder kriegt, aber wenn es dann das Spiel tatsächlich mal im Echt läuft, also nicht mehr die Alpha-Version, sondern Produktiv-Version, dann muss man seine Schiffe versichern, um die wiederzubekommen. Und diese Avenger Titan ist ein sehr gutes Anfängerschiff, weil erstmal hat es einen Laderaum, zwar einen kleinen, aber immerhin, man kann ein paar Kisten transportieren. Dann hat es eine gute Bewaffnung. Die mittlere Waffe ist sogar eine Stufe 4 Waffe oder kann man eine Stufe 4 Waffe einbauen, und das Schiff hat ein Bett. Man kann sich da also, wenn man sich irgendwo Absatz hinstellt bei einer Mission und keine Zeit mehr hat oder einfach keine Lust mehr, kann man das Schiff landen und sich ins Bett legen und ausloggen, und dann loggt man da wieder ein. Ich habe mir, wie ich angefangen habe, die etwas anders erarbeiten müssen. Ich habe mir als Starterpaket die Mustang Alpha gekauft und dann upgraded auf die Avenger Titan. Die Avenger Titan gab es da nicht, doch die gab es da auch als Starterpack, aber durch die Rabattierung, weil die Mustang Alpha ist in-game etwas mehr wert als die 53,55, weil es gibt ja noch die Aurora, die gleich viel Euros kosten oder Dollar, aber in-game ist die Mustang Alpha etwas mehr wert und da habe ich da noch einen gewissen Rabatt bekommen. Hierbei ist aber tatsächlich, da ist die lebenslange, die 120 Monate Versicherung dabei, und es gibt noch so ein spezielles Farbenpaket dazu. Also das lohnt sich. Finde ich, also meine Meinung nach ist, dass sich das lohnt. Und jetzt genug des Vorspiels. Jetzt starte ich erstmal das Spiel. Es hat einige tolle Sachen gegeben. Ich werde in Area 18 starten, weil da bin ich ja nach meiner letzten Aktion gewesen, um diese Verkaufsgeschichten zu machen. Da kann ich gleich zu sagen, das mit dem Verkaufen, da wo ich diese im Verkaufsstand immer diese Null-Sachen hatte, also wo mir nichts für bezahlt werden sollte oder wollte, das funktioniert jetzt. Ich kann jetzt also meine Schuhe und die ganzen Klamotten, die ich verkauft habe, tatsächlich für Alpha UEC, diese In-Spiel-Währung, verkaufen. Und wie man sieht,
Die Ladezeit ist recht schnell. Es ist zwar jetzt bei mir kurz nach 9. Da werden wohl noch nicht so viele da sein. Darum wird es gehen, aber gestern habe ich es auch zur meiner Meinung nach Hauptzeit probiert, so gegen 19 Uhr. Da ging das genauso gut. Ich gehe in das persistente Universum und wähle hier jetzt nicht Best auf, sondern ich wähle EU aus, weil ja, vielleicht frühstücken noch viele und sitzen nicht so früh an der Kiste und daddeln dann schon rum. Ich schalte gleich wieder über die Hütchentaste. Nein, das war jetzt die falsche Taste, über die Hütchentaste. Und den Befehl, der war R-Display-Info-Leerzeichen und ich nehme immer die 3. Da kann man 1, 2 oder 4 auch noch eingeben. Dann gibt es andere Informationen. Und jetzt ist dann oben rechts in der Ecke, gibt es so Informationen. Da kann man dann gucken, was Serverzeit, nein, Server-FPS und eigene FPS und sowas alles. Ich stehe erstmal auf, gehe raus. Ich sollte vielleicht F drücken. Wie ihr seht oder kurz gesehen habt, ich habe gestern mit den Klamotten ein bisschen probiert. Sieht man jetzt nicht so gut, das Licht ist nicht so gut. Ich gehe mal ins Licht. Obwohl man eigentlich nicht ins Licht gehen soll. Aber seht ihr hier direkt vor meiner Nase, mitten auf dem Bildschirm. Da komme ich jetzt. F, genau, da. Exit, neue Schilder. Man kann also den Weg finden. Das sind die Neuerungen, die es jetzt mit 3.19 gegeben hat. Ich bin noch in der Hocke. So, ich muss hier nicht lang robben. Das, was ich sehr gut finde, und auch wenn ihr auf die rechte Seite hier guckt, da, das Menü hat sich auch geändert. Da war vorher immer nur, in der 3.18 war da immer nur sowas Leeres und jetzt wird da angezeigt, also kontextbezogen werden da bestimmte Informationen angezeigt. Ich klicke mal noch. Ja, jetzt ist Bestätigung. Fahrstuhl wurde gerufen. Irgendwie sind, glaube ich, doch schon ganz schön viele Leute da. Weil mein Fahrstuhl mag nicht. Haben wir ein wenig Geduld. Frühstückszeit ist vorbei. Die Leute, die aus den Hotels kommen, bewegen sich jetzt zu ihren Schiffen. Ah, da ist besetzt. Mal sehen, der fährt bestimmt runter. Das hatte ich auch noch nie, dass da schon jemand drin war, dass das tatsächlich doppelt belegter Fahrstuhl war. Der denkt sich auch, ich bin nicht richtig wach. So halbnackt, wie ich hier rumlaufe. Oder der denkt sich gar nichts. Und raus. Ja, sind wir unten? Genau, da. Kein Schild. Aber da, in der Mitte. Wieder Exit. Wir laufen darauf zu. Die neue Karte. Hier sind auch so gelbe Zeichen für Schlafen, also für Übernachtung, wenn man mal zurück muss. Und hier die neue Karte. Das ist doch genial. Gibt es allerdings, soweit ich das mitgekriegt habe, nur für Area 18, weil ich war gestern auch noch auf bei Genie Point und da war nichts Neues. Wo möchte ich jetzt hingehen? Ich möchte jetzt zur Bahnstation. Dann suche ich mir hier mal, nein, suche ich hier die Bahnstation Astra Armada. Schiffe kaufen, Essen und Trinken, Übernachtung, da bin ich hier. Finde ich jetzt gar keinen Weg. Also ich stehe da. Mal sehen. Nein, der Weg ist gar nicht.
Doch, da ist To Riker Memorial Spaceport. Gucken wir mal, ob ich das hier jetzt auch sehe. To Riker. Aber hier ist der Hinweis, ja genau, da ist die Orientierung für Spaceport. Da sind die Stationen eingezeichnet, also die Stationen, nicht die Fahrstrecke. Ja, also ich weiß jetzt, hier muss ich hin, um zur Bahn zu kommen. Und hier ist dieses komische Kugelding. Also ich muss mich jetzt, da gucke ich hin, muss ich mich nach rechts drehen, den Weg lang, da am Krankenhaus vorbei und dann da lang, da geht's lang. Und es ist sogar der Weg zum Convention Center ausgeschildert. Na gut, dann wandern wir mal los. Financial District. Stimmt, hier sind auch weiter Schilder. Schön, da ist zum Raumhafen, deutlich erkennbar. Und auch das Symbol für diese zwei gegensätzlichen halben Pfeile. Das ist das Symbol für die Bahn. Während ich hier also so lang schlendere, da ist die Kugel. Während ich hier so lang schlendere, erzähle ich nochmal über. Es gibt jetzt auch ein Tutorial. Das ist gut, das Tutorial. Also, dass es das Tutorial gibt, ist gut. Aber ich finde, dass das gerade zu Anfang etwas zu grob ist. Jemand, der schon mal mit so einem Ego-Shooter gespielt hat, der weiß, dass er mit F und also rangehen an irgendein Objekt, dann F drücken, gedrückt halten und dann kann man mit der Maus kommen irgendwelche Interaktionsmenüs. Linksverkehr haben wir immer noch. Der kommt gut damit klar. Der braucht aber gerade dieses Anfangstutorial da auch nicht unbedingt. Wer aber noch nicht sowas gespielt hat, der sollte meiner Meinung nach gerade für das Essen und Trinken die ersten Übungen mit der F-Taste und der Interaktion etwas mehr an die Hand genommen werden. Da sollte dann vielleicht als Text erscheinen: Gehe zu der Flasche, halte die F-Taste gedrückt, gehe mit der Maus dann auf die Flasche und dann kommt das Trinkmenü, klicke auf Trinken. Dann nimmt der Charakter die Flasche, also das muss jetzt nicht dabei stehen, trinkt ein, zwei Schluck und setzt sie wieder ab. Als nächstes sollte dann kommen, drücke die F-Taste, gehe erneut auf die Flasche oder das braucht gar nicht sein, sondern dann kannst auch trinken oder essen, wenn du die linke Maustaste kurz drückst, dann werden wieder ein paar Schlucke getrunken oder ein paar Bissen gegessen. Wenn du die Maustaste gedrückt hältst, wird so lange getrunken oder gegessen, bis das Lebensmittel zu Ende ist. Okay, das war jetzt ein Roman, das kann man natürlich auch kürzer schreiben. Aber sowas hat mir halt gefehlt. Danach bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Also ich habe mich noch dümmer gestellt, als ich tatsächlich bin. Also noch ungeschickter gestellt und habe das mal ausprobiert. Ich habe einige Sachen aufgeschrieben und das werde ich da wohl in das Ticketsystem mal eingeben. Mal sehen, was passiert. Aber jetzt sind wir hier, stehen wir schon eine Weile wieder vor der Karte und da ist mir aufgefallen, der Weg zum Convention Center ist offen. Der war ja letztes Mal noch geschlossen. Da wollte ich ja mal lang gucken, wie das so aussieht. Das ist jetzt also eine andere Strecke. Ich fahre nicht zum Flughafen, sondern ich schaue mir mal das Convention Center an. Ich weiß jetzt nicht, ab 20. geht die Messe los. Ah, Spurt. Spurt, nein. Ist schon wieder weg, genau. Am 20. geht die Messe los und
Ich meine gelesen zu haben, ab Freitagabend oder so soll da schon irgendwas passieren. Wenn ich jetzt dahin fahre, möchte ich mich einmal kurz orientieren und vielleicht ist ja bei den Aufbauarbeiten da noch irgendwas Interessantes. Hier auch die Karte. Das ist jetzt, dieses Zoomen ist jetzt, ich halte die F-Taste gedrückt und mache dann mit dem Mausrad dahin und dann kann ich auch, ja, wie mit einem Fernglas. Nicht, dass ich jetzt aber den Zug verpasse. Da hat wohl noch jemand beim Convention Center mal zugeguckt. Geguckt, was ist. Da fährt eine andere Bahn. Stimmt, das ist da hinten. Das da ist die Bahn, die zum Flughafen fährt. Das ist die andere Seite der Station. Finde ich gut. Sieht echt gut aus. Mir ist allerdings aufgefallen, meistens ist es nachts, wenn ich irgendwo spiele. Was hier relativ egal ist, aber so auf irgendwelchen Planeten dann, wenn ich da irgendwelche Stationen besichtigen muss oder sogar befreien muss, dann immer Nacht, finde ich doof. Soll aber Taschenlampen geben, aber ich habe noch keine gefunden. Wie weit ist die Fahrstrecke? Auch wenige Sekunden. Gerade mal eine halbe Minute oder sowas, 20 Sekunden. Und schon sind wir da. Da, ja. Wie im richtigen Leben, es gibt gleich die ersten Snackpoints. Da stehen auch ein paar rum, ein paar Touris. Ich dachte, der hat ein Fotoapparat da vorne dran. Oder sie. Doch, das ist sogar. Sie hat ein Fotoapparat da dran. Ja, nein, mit Waffe. Okay, komm. Die Aussteller mit den Terminen. Okay, ja, es geht nicht am 20. los, also, sondern am 19. Also morgen. Uhrzeit weiß ich nicht. Das ist vermutlich dann auch Planetenzeit, lokale Planetenzeit. Da ist nochmal die Karte. Sich bewegende NPCs. Der geht auch zügigen Schrittes. Der muss bestimmt zur Arbeit noch ein bisschen was aufbauen. Jetzt hat er gesagt, nö, dann doch nicht. Bin noch viel zu früh. Ich schalte mal wieder das Ding aus, da lese ich immer mit, das lenkt mich ab. Ah, der erste Shoppingstand. Was gibt's da? T-Shirts. Ja, die kann man kaufen. Mütze. Und das ist nochmal Shirt, genau. Keine Hose. Ja, jetzt stelle ich auch noch Ansprüche. Und RSI. Was kostet denn so eine Mütze? Oh, gar nicht mal so günstig. Und so ein Shirt. Das ist jetzt auch wieder F draufdrücken und dann Mütze und Shirt kosten gleich. Naja, was soll's. Da sind ein paar Helden dargestellt. Sieht schon beeindruckend aus. Eine Lounge für Entspannung. Schauen wir mal, ob man die Prospekte anklicken kann. Nein, geht nichts. Aber hier sind noch mehr Shirts. Wir haben von allen Firmen, die da sind. Da gibt es bestimmt spezielle dann ab 19. Crusader. Oh, gibt wieder nichts Grünes. Ja, ich bin ein Freund von Grün.
Da gibt's dann Misk und Origin. Und hier gibt's Automaten. Hier gibt's noch einen Rabatt für irgendwas. Restebestände, vielleicht vom letzten Jahr. Nö, Automaten gehen nicht. Nochmal eine Eroberungsdarstellung. Nein. Das ist eine Darstellung. Helft einander. 999. Jo. Okay. Ah, der lässt sich schon rufen. Sieht aber ziemlich eng aus und kleine Aufzüge. Okay, da geht's nur zur Lobby. Also ist noch nicht freigeschaltet. Aufzüge sind noch dicht. Werbekampagne rekrutiert. Tja, wie man es so kennt. Hat noch einer probiert, dass er nicht weiterkommt. Hier fehlt auch noch. Da ist erklärt, was wir dann hier überhaupt machen. Was der Sinn dieser Launch Week ist. Mit Scrollen. Oh. Richtig schön amerikanisch heldenhaft. Aufpassen, dass ich nirgendwo gegenrenne. Da bin ich echt mal gespannt, was das dann wird. Kann ich da zum Spaceport und da kann ich wieder zurück. Hey, da fahre ich dann eine Rundreise. Na, eigentlich bin ich von da gekommen. Hm. Ich gehe jetzt mal da lang. Also ich empfehle euch, wenn ihr tatsächlich als neuer Spieler teilnehmen wollt, dann probiert erstmal in dem Freiflug, in der Freiflugaktion das Spiel aus. Schaut euch einige Videos an von professionellen Streamern. Die werden euch da auch, da wird es bestimmt von vielen Streamern, wird es dann Tipps geben, wie man am günstigsten an welche Schiffe kommt, was man da am besten machen muss. Und wenn ihr dann tatsächlich Lust habt, weiterzuspielen, dann kauft euch so ein rabattiertes Starterpaket. Und genau beim Einloggen vorher, vergesst nicht, einen Referral-Code einzugeben. Das ist diese Geschichte, da gibt es dann 5000 Alpha UEC zusätzlich als Startgeld. Ich glaube, bei der Invictus fängt sowieso jeder mit 20.000 an. Irgend so ein Betrag wurde da auch genannt. Das gibt es dann, die 5.000 gibt es dann zusätzlich. Und dann noch die 1.000, die oftmals, die bei den Starterpaketen dabei sind. Und vielleicht gibt es auch ein Geschenk für euch. So wie ich die P52 Merlin bekommen habe, weil ich so ein Paket, so eine Nummer angegeben habe. Und derjenige, dessen Nummer ich angegeben habe, der hat die Merlin auch bekommen. Damit verabschiede ich mich für heute. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra. Vielleicht sieht man sich.
Ich finde die Navigationsschilder toll.